Wir warten noch eine Minute, weil es irgendwie noch wegen dem Livestream, glaube ich, der steht noch nicht. Oder doch, der steht, dann können wir richtig anfangen. Ja, herzlich willkommen zum ersten Clubgespräch. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Moritz Hohlfelder, ich bin Filmkritiker beim Bayerischen Rundfunk und während der Hofer Filmtage hier immer Moderator, einer der beiden Moderatoren der Filmgespräche im Club, die dieses Jahr teilweise auch in der Weißen Wand in der Marienstraße 5 stattfinden werden. Das wird sowohl in den Kinos immer bekannt gegeben, wer dann am nächsten Tag die Gesprächspartner sind und wann die Gespräche stattfinden. Es gibt auch noch mehr als die, die hier im Programmheft ausgezeichnet sind. Also wer Interesse hat, einfach teilweise auch natürlich über die Internetseite von den Hofer Filmtagen kann man sich das erschließen. Einfach nachgucken und kommen. Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Leute da sind. Natürlich auch alle Regisseure, Regisseurinnen, Produzenten, Produzentinnen, Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir reden am Anfang so ein bisschen untereinander und Sie können dann aber auch gerne zu dem Film Fragen stellen. Heute geht es um den Eröffnungsfilm, nur um den Eröffnungsfilm. Bei den anderen Filmgesprächen wird es dann immer jeweils um mehrere Filme gehen. Das Baumbacher-Syndrom. Der ist noch dreimal zu sehen, nämlich heute und Samstag, Sonntag. Also wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben und jetzt durch das Gespräch irgendwie das Gefühl haben, den Film muss ich sehen, dann haben Sie noch genügend Möglichkeiten. Um so ein bisschen zu wissen, wie viel Vorwissen wir voraussetzen können, wer von Ihnen hat den Film denn gesehen? Das sind doch sehr viele. Schön, gut. Ja. Fangen wir an. Ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich den Regisseur des Films, Gregory Kirchhoff. Herzlich willkommen. Dann die Hauptdarstellerin, die türkische Schauspielerin Elit Işcan. Und die Produzentin Sophie Schüttfort. Der Film handelt von einem ziemlich abgefuckten Late-Night-Talkmaster, gespielt von Tobias Moretti, der heute leider nicht hier sein kann. Wir hatten das natürlich gehofft, aber der musste, glaube ich, relativ kurzfristig wieder zu Dreharbeiten, zu anderen Dreharbeiten weiter. War gestern Abend da, zusammen mit seinem Sohn, der auch in dem Film auftritt, aber die beiden sind leider schon wieder weg. Ein Talkmaster, eben von Tobias Moretti gespielt, der eines Morgens aufwacht und eine ganz gleiche Stimme hat. Also die Stimme verändert sich, man weiß nicht so genau warum, es ist irgendwie magisch und es erregt sofort weltweite Aufmerksamkeit. In den sozialen Medien wird es natürlich sofort ein richtiger Hammer, dass ein berühmter deutscher Talkmaster nicht mehr seine Show machen kann, weil quasi seine Stimme versagt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Erstmal ja eher ungewöhnlich. Ja, war ungewöhnlich, auch als ich die Idee hatte. Ich war im Kino vor circa 2 Jahren in Die Schöne und das Biest, das Remake mit Emma Watson und so weiter. Und großes
Disney-Musical. Großes, ja, großer, fetter Disney-Film und ich war schon immer auch Disney-Fan. Ich mag die Filme sehr und ich habe während des Films fand ich die Stimme so genial von dem Beast und weil die hatte irgendwie sowas Beängstigendes, aber gleichzeitig war das auch irgendwie so ganz sanft und süß und irgendwie man wollte das Beast in den Arm nehmen und das war irgendwie ganz besonders und dann habe ich danach auf der Rückfahrt gedacht, irgendwas würde ich so gerne mit so einer Stimme machen und habe dann glaube ich auch sofort Sophie angerufen und habe gesagt, hey, können wir irgendwas mit so einer Beast-Stimme machen? Dann habe ich überlegt, wie kann man das, wie kann man daraus eine Geschichte bauen und wenn ich selber ein Drehbuch schreibe, dann ist es ganz wichtig, dass ich mich irgendwo, dass es mir was bedeutet, dass es eine Geschichte ist, die mich bewegt und ich habe darüber nachgedacht, was ist mir gerade wichtig, worüber denke ich viel nach und das war die, ja, einfach generell die Situation auf der Welt, habe ich das Gefühl, dass einfach viel Unruhe da ist, dass man ganz viel in der Öffentlichkeit mitkriegt von auch schrägen Charakteren, wo man, die man hinterfragt oder hinterfragen sollte, die sich vor allem selbst hinterfragen sollten vielleicht manchmal und über Moral und menschliche Werte nachgedacht und da habe ich gedacht, eigentlich, das sind ja auch die Disney-Filme, die haben ja so eine ähnliche Message oder auch immer so was Positives. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man das ganz schön verbinden mit der Stimme und daraus so ein kleines Märchen der heutigen Zeit so erzählen. Also man kann sich das dann weiter vorstellen, Donald Trump wacht plötzlich mit anderer Stimme auf. Das wäre es jetzt noch, ja. Und Erdogan wacht mit anderer Stimme auf und Putin wacht mit anderer Stimme auf. Also sozusagen das Schlechte im Menschen verändert seine Stimme. Ja, das war immer die Geschichte für mich. Also ich wollte einen Charakter, der wirklich, den man eigentlich nicht mag oder den wollte ich von Anfang an auch so erzählen, auch so arrogant. Deswegen startet der Film auch. Ist ja ein richtiges Arsch. Also richtig, kann man absolut, so sagen. Absolut. Deswegen war das auch, also waren diese Szenen, glaube ich, am Anfang auch ganz wichtig für den Film. Die Szenen Backstage und wenn er mit der Caroline Schuch redet. Und genau, die in seine Talkshow kommt als Caroline Schuch. Als Caroline Schuch, sie spielt sich selber. Ja. Ich habe versucht, generell im Film alle, die irgendwie mit dabei waren, also wir hatten ja Caroline Schuch und auch Jörg Pilawa und wir hatten also wirkliche Moderatoren, oder die es auch gibt und alle auch beim Namen wollten wir die so lassen, weil ich wollte natürlich daraus so eine Art Magie oder Märchen erzählen, aber dabei war es uns wichtig total auch, dass es sich echt anfühlt, so echt wie möglich, also dass man wirklich vielleicht kurz denkt, wow, passiert das gerade wirklich so oder kann das wirklich durch die Welt gehen, sowas. Sophie, wie war das für dich, wenn dich irgendwann dann abends, nachts ein Regisseur, mit dem du ja auch schon vorher zusammengearbeitet hast, anruft und sagt, du, können wir nicht mal was mit einer bösen Stimme machen? Um ehrlich zu sein, nichts Neues. wir arbeiten ja, also wir kennen uns schon ganz lange und arbeiten schon ganz lange zusammen. Ihr habt euch, glaube ich, an der Hamburger Medienakademie, wo ihr beide studiert habt, kennengelernt. Genau, und da haben wir eigentlich schon fast jedes Projekt zusammen gemacht und deswegen ist es eigentlich jedes Mal so, wenn Greg eine Idee hat, dass er mich direkt anruft. Und bei der Idee war es halt ganz lustig, weil Greg mich angerufen hat und gesagt hat, lass mal sowas mit so einer Beast-Stimme machen und ich überlege mir mal was. Und ich glaube, eine halbe Stunde später oder so habe ich, darf ich das erzählen, habe ich so eine Tonaufnahme von ihm bekommen. Hier spricht Greg. Genau, wo er das mal getestet hat. Ich habe es an mir selbst getestet, ja. Und am gleichen Abend. Das war auf jeden Fall sehr lustig und deswegen, ich fand die Idee gleich cool. Das, was daraus geworden ist, fand ich dann aber auch tatsächlich sehr, sehr gut, weil wovor ich so ein bisschen Angst hatte am Anfang, ist, dass es so klamaukig wird. So, das ist halt überhaupt nicht unser Stil so in den Filmen, dass wir irgendwie ja, das albern erzählen wollen oder so. Und ich finde, wir haben das, also so wie Greg das jetzt geschrieben hat und als ich das erste Mal das Buch gelesen habe, da war ich auch total erleichtert, weil es ist halt eine wahnsinnig ernste Geschichte, halt mit diesem
Aspekt der Stimme, der halt schon irgendwie zwischendurch so ein bisschen Erleichterung in die Geschichte bringt, durch so kleine witzige Anekdoten, aber eigentlich ist es ja schon eine schwere Thematik so. Aber sehr positiv erzählt. Genau, also es ja, kommt ja absolut. Auch, das darf ja. man ja durchaus sagen, zu einer Erläuterung. Ja. Also die Veränderung der Stimme löst bei ihm ja etwas aus an Selbstreflexion, an ja, Nachdenken über das Leben. Also es verändert sich ja dann eine ganze Menge durch diese Stimmveränderung. Ja, absolut. Und das ist halt auch total positiv und dass man halt sowas eben auch mit, ja, mit einer Leichtigkeit und so weiter erzählt, das ist uns auf jeden Fall total wichtig gewesen. Ja, ja. Wie schwer ist es denn, also Sie sind die Produzentin, Sie müssen sozusagen, oder ihr seid eigentlich beide Produzenten, inwieweit spielt denn dann so ein kommerzieller Aspekt eine Rolle, dass man sich sagt, naja, wir wollen ja auch, dass den Film möglichst viele Leute im Kino sehen. Es müssen auch eine bestimmte, hoffentlich, Menge von Leuten den Film im Kino sehen, damit wir sozusagen auch was verdienen an diesem Projekt. Und wenn man jetzt eine Hauptfigur hat, am Anfang zumindest, mit der man sich überhaupt nicht identifizieren will, und wir alle wissen, dass Kino sehr viel auch, also die großen Publikumserfolge zumindest, über Identifikation funktionieren. Ja, wie handelt man das? Das ist tatsächlich eine total interessante Frage. Also die haben wir uns natürlich auch am Anfang gestellt, dass man jetzt nicht von Anfang an so eine Abneigung gegen den Protagonisten haben kann, dass man irgendwie vielleicht gar keine Lust mehr hat, diesen Film weiterzugucken oder zu Ende zu gucken und den nicht empfiehlt und so weiter. Uns war halt relativ schnell klar, dass wir mit Tobias Moretti zusammenarbeiten wollen. Und gerade auch nachdem Greg in Innsbruck bei den Morettis zu Hause war und diese Szene zum ersten Mal sozusagen mit Lenz und Tobias geübt hat und so weiter, es war uns relativ schnell klar, dass Tobias das so überzeugend spielt, dass man diese Reise mit ihm mitgehen will. Ja. Ich glaube auch, das hat mich total gefreut gestern, weil das war auch ein Gedanke bei uns. Und gestern kam auch ein Zuschauer auf uns zu und meinte, dass er es eben so geschafft hat, dem Tobias, obwohl man ihn am Anfang überhaupt nicht leiden kann, dass man es irgendwie schafft hinten raus, dass man ihn versteht, dass man mit ihm mitfühlt, dass man auch irgendwie ihm vergibt vielleicht auch. Und darum ging es ja auch. Also es ging wirklich darum, dass man jetzt nicht sagt, irgendwie Menschen haben Fehler in der Vergangenheit gemacht und damit sind sie weg oder man sollte sie vernichten oder nicht vergeben und ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir wollten eigentlich mit dem Film erzählen, jeder kann eine zweite Chance haben, jeder kann reflektieren, nachdenken und sich verändern, verbessern und ich glaube, Sophie hat absolut recht, das hat großer Verdienst hat Tobias bei der ganzen Sache, weil man einfach total bei ihm bleibt und mitfühlt und das muss man erstmal schaffen, wenn du so einen Arsch spielst. Wobei ich ja das Schöne finde, dass er auch am Ende jetzt nicht die große Identifikationsfigur wird, sondern dass immer noch vom Zuschauer, also zumindest von meiner Seite, so eine gewisse Distanz zu ihm bestehen blieb. Also ja, ich da hatte ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich hatte es auch jetzt gehört von Freunden, die auch meinen ersten Film gesehen haben. Da war es auch eine ähnliche Entwicklung, so dass eigentlich in der letzten Szene, ab da geht eigentlich erst oder soll die Entwicklung eigentlich erst losgehen. Das ist sozusagen der Anfang. Also was wir nicht erzählt haben ist, so, dass es dann im dritten Akt oder so, und ab dann verbessert er sich und dann fängt er ein neues Leben an oder und man sieht es schon oder er geht zurück zu seinem Sohn oder irgendwie so, sondern wir wollten eigentlich die letzte Szene, wollten wir von Anfang an eine Szene, die das ist der Startschuss ins neue Leben für ihn und auch für Fiete. Also es gibt eine Fortsetzung. Das glaube ich nicht. Wenn viele Leute ins Kino gehen, vielleicht. Ja, genau, vielleicht. Wie schwer ist es denn, wenn man noch, sag mal, relativ unbekannt ist als Regisseur, als Produzentin, einen so schwergewichtigen Schauspieler wie Tobias Moretti für so ein Projekt zu gewinnen, was erstmal ziemlich crazy klingt?
Ja, eigentlich kann man nur ein Drehbuch hinschicken und Daumen drücken und hoffen. Und das haben wir so gemacht und wir haben dann auch relativ schnell Feedback bekommen, dass er es sehr mag. Und dann hatten wir auch ganz viel Unterstützung von seiner Agentin, Andrea Lambsdorff. Und ich glaube, er fand das alles auch total cool. Ich glaube, er hat auch am Set gesagt, er hat noch nie so einen Film gemacht, also so einen kleinen Film in Anführungszeichen. Für ihn war das, glaube ich, eine ganz besondere Erfahrung. Wir hatten ein ganz kleines Team, wir haben alle zusammengelebt während der Dreharbeiten und wir haben zusammen gekocht. An zwei Abenden hat er selber für uns alle gekocht, also für das ganze Team, und das war so eine ganz schöne Atmosphäre. Und ich glaube, für ihn auch man kennt es ja von den, er kennt halt die ganzen großen Sets und die ganzen Menschen, und dann ist, ich glaube, was wir halt irgendwie versucht haben und was Sophie immer so grandios schafft, ist irgendwie so ein Team zusammenzustellen, wo sich alle irgendwie bereichern und wo alle so gut miteinander können und sich pushen und vor allem auch zwei, drei Jobs gleichzeitig machen, weil sie alle wirklich dran glauben, und da war ganz viel irgendwie Herzblut dabei, und ich glaube, das fand Tobias auch sehr schön, und ich glaube, er hatte Lust auf so eine etwas andere, verrücktere Reise, ja, vielleicht mal. Du wolltest noch was dazu sagen? Das war, glaube ich, schon sehr, sehr ungewöhnlich von ihm, für ihn. Und wie Greg schon gesagt hat, Andrea Lambsdorff hat da, glaube ich, sehr, sehr großen Verdienst dabei, weil sie ihm auch gesagt hat, Mensch, du wolltest doch immer mal mit jungen Leuten so zusammenarbeiten. Und er war, glaube ich, zwischendurch sehr überrascht, weil wir saßen halt immer so mittags und abends und morgens an so einer langen Tafel irgendwie mit 15 Leuten aus dem Team. Wir waren halt wirklich sehr, sehr klein aufgestellt. Also tatsächlich nur so wie 15? Ja. Für den Film dann, also für die Crew und dann halt noch der Cast dazu. Ja, klar. Und, aber das ist natürlich wahnsinnig wenig, und er ist natürlich komplett andere Filme gewohnt. Jetzt gerade waren auch zwei Premieren von ihm irgendwie vor zwei Wochen, Deutschstunde und Gypsy Queen, wo natürlich ein riesen Team dabei war, so, und deswegen war es bei uns wirklich total anders, aber es hat ihm richtig gut gefallen, und es war halt auch, ja, wirklich eine besondere Atmosphäre, dadurch, dass wir alle zusammen gewohnt haben. Er ist auch für die Fortsetzung. Ich glaube schon. Ja, schön, weil ich stelle mir das halt immer so vor, dass solche berühmten Schauspieler dann ja unter Umständen pro Woche, was weiß ich, 10 Drehbücher zugeschickt bekommen. Und dann sozusagen der oder diejenige zu sein, die ihn dann tatsächlich kommt für einen Film, ist ja dann schon nicht selbstverständlich. Absolut, ja. Wir haben uns total gefreut, weil er auch, glaube ich, er hatte natürlich auch andere Angebote. Ich glaube, er hat auch irgendwie eine amerikanische Produktion dann dafür abgesagt. Und das waren alles total, ja, wir haben es, also das war, und wir, ja, wir waren, es war auch eine kleine Produktion, wir konnten natürlich auch nicht so viel zahlen wie andere Produzenten oder Produktionen, da hat er bei allem einfach grandios mitgemacht. Das hat uns, wir kannten ihn ja auch noch nicht, aber es war mir von Anfang an, als die Familie Moretti mich eingeladen hat, und dann war ich bei denen zu Hause und sie haben für mich gekocht, und seine Frau Julia, einfach ganz herzliche Menschen, und da habe ich sofort gemerkt, er ist ja auch, die wohnen auf dem Bauernhof und er ist eigentlich auch Bauer, und da hat man gemerkt, das ist eigentlich genau der Schauspieler, der bei sowas voll mitzieht und mitmacht. Und ja. Du wolltest noch was sagen, Kai. Wie seid ihr denn dann auf die weibliche Hauptdarstellerin gekommen, auf Elit Işcan? Auf Elit. Das war ein Tipp von... We are now talking about you. Yes. Yes. Elit kam über eine von unserem Produzenten, Matthias Gräfing, hat uns sie vorgeschlagen. Und dann habe ich mir sofort alles angeguckt. Oder wir hatten so eine, er hat mir ein paar Vorschläge in der Liste. Und ich habe mir irgendwie alle angeguckt, und dann habe ich aber gesagt, okay, aber nur Elit, weil wir sie so toll fanden. Ich habe dann alle ihre Filme geguckt, als erstes Mustang mit meiner Familie zusammen. Der war auch nominiert für einen Oscar, für einen fremdsprachigen Oscar, und sie war eine der Hauptrollen. Ja. Und dann habe ich mir auch ihre ganzen vorherigen Filme angeguckt. Sie hat schon mit 12, 14 ganz tolle Filme mit einem ganz tollen türkischen Filmemacher
Reha Erdem gemacht und sie war auch schon überall und ich fand sie einfach grandios. Ich finde, sie hat das im Nachhinein auch genauso gemacht, wie ich hätte es mir nicht besser vorstellen können und you are great. Mustang, muss man dazu sagen, ist ein ganz großartiger Film, türkisch-französische Produktion, die 2015 in Cannes lief, dort auch Preise gewonnen hat, in Deutschland mit einem Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde bei der Brücke, also Friedenspreis des deutschen Films und eben für Frankreich, glaube ich sogar, gar nicht für die Türkei, für den Oscar nominiert war. Und da geht es um fünf türkische Schwestern, also junge Frauen, Mädchen teilweise, ich glaube, also die jüngste ist 8 oder so. Und es wird deren Schicksal erzählt, die so eine große Sehnsucht nach Freiheit und einer offenen Gesellschaft haben und aber von den Eltern irgendwie unterdrückt werden. Ganz toller Film. Also lief auch in Deutschland in den Kinos, lohnt sich unbedingt zum Anschauen. Auf jeden Fall. Ja. We talked about Mustang. Great film. Yeah. What did you think about this film when you first heard about it or came to the project? I received the script when I was in IKEA with my family. And so my agency briefly like told me about IKEA in where? In Turkey. In Turkey, yeah, in Istanbul or? In Izmir. In Izmir. Okay. There's also IKEA. Yeah, of course. We also have IKEA. And my agency briefly told me about the project, that there's this beast voice and then there's this female character and so on. And then when I heard about the beast voice, and I was like, okay, I what is this story about? And so I read the script like in half an hour sitting in one of those IKEA couches. And I immediately said, yes, I want to talk with the director as soon as possible. And then the day after, or 2 days later, maybe we had a phone call. And again in IKEA? No, not in IKEA this time. For giving some things back, which one bought, as always. So we had this phone call, and then I said I wanted to be part of this project. And so when I first read it, it was the thing that attracted me the most was the friendship between these three people that are from different ages and come from different backgrounds, having their own life problems, struggles, and so on. And the way they get interact with each other and get in dialogue, that makes them realize or like question things that they never question or like in a way right away from answering those questions and so on. And then we got more into detail with the character of Fida and so on, and there was like so many things to explore about her, and I had really so much fun when we were building up the character, and also when I was on set, I was super sad when it ended. I also like still say I miss playing Fida sometimes. And she extended. Just like Fida extended her stay in the film, I also extended my stay in for the shootings. That's it. Wie schaut es denn aus? Soll ich was übersetzen oder verstehen Sie alle gut genug Englisch? Okay. Super. So when you say you are missing this Fida, the main figure of the film, one of the main figures of the film, this young woman which is always traveling around and one doesn't really know where she has the money from to do that. She has a little, she gives a little information that she, I don't know, works a little bit or gets some money from her friends or so.
I think it's a kind of a not a real character for me. It's a kind of a fairy tale figure, like a fairy in Peter Pan or in other films, Disney films. Was it for you a real character, or was it in this sense a fairy figure? To be honest, I never really cared about how, like, where she is getting the money from, or like whatever, like what she does in her life or whatever, like that, those things, they mm-hmm. sound like a bit okay, she's yeah. just like living her life and so on, almost like a fairy, but well, she seems like a fairy, but at the same time her family background, that she lost her mom mm-hmm. and dad, and like her struggles with like connecting with people, and the way she questions love and being part of a place, being together with someone, like having these friendships, connections, and so on, they're also so real at the same time. Like, it doesn't really seem like fairy tale, you know? It's yeah. also not like Pink as a fairy tale. Yeah, okay. Wie habt ihr denn gedreht? Also, der Film spielt ja hauptsächlich in Spanien. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im Film tatsächlich gesagt wird, genau wo. Nein. Ne? Wo habt ihr gedreht? Mallorca. Mallorca. Genau. Also, und wir wollten auch auf keinen Fall erzählen, wo das jetzt ist. Gestern. Am Flughafen, ja, das stimmt. Aber auch da haben wir versucht, keine Schilder oder so. Obwohl, und gestern kamen mehrere, haben gefragt, wo habt ihr gedreht? Und als wir Mallorca gesagt haben, kann man das Haus mieten? Also hat niemand irgendwie erwartet. Alle waren so, wir dachten irgendwie auf der anderen Seite der Welt, weil das so also besonders aussah. Ja. Und Mallorca hat einfach diese wunderschönen Orte. Und für uns, wie gesagt, wir reden die ganze Zeit so ein bisschen über das Fairy Tale oder Märchen, und wir wollten auch die Natur irgendwie mit reinnehmen in dem Film, so dass das alles sehr, weil die Welt auf der oder der Planet, auf dem wir leben, hat ganz viel Märchen irgendwie in sich und ist irgendwie und ganz viele Ecken, die so dieses Gefühl ausstrahlen, und das wollten wir halt mit reinbringen. Ich bin auf Mallorca teils aufgewachsen, deswegen haben wir da kommt da so ein bisschen meine Roots her, und wir haben dort auch noch viele Freunde, die uns da noch unterstützt haben, also auch zum Beispiel der die Landschaft, wo gewandert wird im Film, das ist so ein größeres Grundstück, was von unserem damaligen Nachbar irgendwie, weil er dort auch jagt und so weiter, der hat uns das gesagt, wir können einfach so drehen, und das hat uns halt noch ganz viel ermöglicht. Habt ihr, nachdem ihr dann erstmal auf Mallorca wart und dort sich ja so der Hauptteil des Films entwickelt, also mal abgesehen vom Anfang und so ein paar Rückblenden oder Zwischenblenden mit dem Manager von Tobias Moretti, beziehungsweise im Film eben mit dem Manager von Max Baumbach. Habt ihr chronologisch gedreht dann eigentlich, oder relativ chronologisch, oder ganz normal, wie es sonst immer beim Film läuft, durcheinander? Ja, wir haben tatsächlich ziemlich durcheinander gedreht. Wir haben ziemlich durcheinander gedreht, weil wir wegen Sperrterminen von den Schauspielern sozusagen, eigentlich hatten wir erst vor, so ein bisschen chronologischer zu drehen, dass man sagt, irgendwie erst sind wir haben auch unseren ersten Film auf Mallorca gedreht, und da haben wir es so ein bisschen ähnlich irgendwie auch aufgebaut. Das ist halt auch ein kleiner Film, da hatten wir auch erstmal nur Szenen sozusagen mit dem einen Hauptdarsteller. Das konnten wir hier nicht machen. Das fanden wir auch erst ein bisschen schade, und im Nachhinein war es aber super, weil dadurch waren halt gleich von Anfang an alle da, von Tag 1 an. Ja, eigentlich wollten wir, dass jeder neue Charakter so ein bisschen in die Geschichte reinkommt, auch im Dreh reinkommt. Ja. Das war unser Plan A, und dann kam nur so, Leute, ihr auf gar keinen Fall. Und dann war am allerersten Tag waren alle vier Charaktere da, und wir haben diese Pool-Szene gedreht, wo wirklich alle zusammen sind. Und da mussten sie natürlich sofort irgendwie so tun, als würden sie sich alle schon kennen und hätten schon diese Beziehung. Ja, ja. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass wir vorher auch irgendwie noch Probentage machen können und so weiter, aber das war dann alles nicht so richtig möglich. Aber
Es hat dann trotzdem, im Nachhinein haben wir gesagt, hat das eigentlich, war es perfekt so, weil dadurch war es halt gleich, irgendwie wurden alle so ein bisschen reingeschmissen in diese Situation. Und das war gerade auch sozusagen für diese Vater-Sohn-Geschichte, glaube ich, auch sehr, sehr gut gleich, dass Tobias irgendwie seinen Sohn da auch dabei hatte und ihn so in dieses ganze Filmleben einführen konnte. In dem Film ist ja viel drin. Und ich war zwischendurch so ein bisschen, ich meine es jetzt gar nicht als Kritik, sondern so ein bisschen so diese Wechsel sozusagen, die es im Film thematisch gibt oder auch von der Art des Films her, die haben mich manchmal auch so ein bisschen wieder rausgeworfen. Also ich sag jetzt mal warum, also es beginnt ja so ein bisschen auch als Mediensatire. Dieser abgefuckte Showmaster wird gezeigt. Zwischendurch gibt es dann auch noch diese Filmangebote, also dass sein Leben verfilmt werden soll, nachdem sich seine Stimme verändert hat. Es war also so diese eine Geschichte, Mediensatire oder Business, Film-Business-Satire auch. Das zweite dann im Mittelteil vor allem eine sehr starke Vater-Sohn-Geschichte. Dann ist der Sohn plötzlich wieder weg und dann ist es mehr so das Selbstfindungsdrama eines älteren Mannes. Also das switcht ja so ein bisschen. Wie sehr war euch das bewusst? Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich glaube, es war schon, eigentlich haben wir gesagt, das ist ein Film über drei Menschen. Das war für uns immer so, eigentlich, dass jeder, einmal der Sohn, einmal Fieder und Max Baumbacher, dass sie alle so ihre eigene Geschichte haben und alle von einem ganz schlechten Ort gerade kommen, also auch innerlich, und dass sie zusammenkommen und aneinander irgendwie miteinander wachsen. Das war die Idee. Aber ich glaube trotzdem, dass es schon auch ein klarer Film über Tobias und über Max Baumbacher ist. Und für uns war es auch so, wir wollten halt einmal komplett diesen Weg mit ihm gehen. Und echt, wir fanden das dann auch total okay, dass der Sohn dann irgendwann so Dreiviertel des Films wieder weg ist, weil wir dann wieder bei ihm sind und sehen kann, was hat das mit ihm gemacht, was hat das in ihm ausgelöst. Und ich glaube, so ähnlich, obwohl Fieder bleibt dann, obwohl Fieder ist auch zwischendurch, wenn man sich wirklich, deswegen, das stimmt schon, es gibt immer diese Momente, einmal sehr, sehr intensiv mit dem Sohn, dann gibt es sehr intensive mit Fieder, aber ich glaube, am Ende bleiben wir einfach bei ihm, und das war das, was wir am Anfang besprochen hatten. Das war das, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert, wenn das nicht so gut gespielt wäre von Tobias, weil ich glaube, Tobias hält einen dran, ja, und hält einen drin, und das hat am Ende, glaube ich, sehr geholfen. Elit, how was it for you? You are the youngest in the film, but also the wisest. There are two men, one older and one a little bit younger, but older than you, and they are both kind of stupid, and you know kind of how to live or how to think, how to reflect the own existence. Well, she maybe knows how to reflect and how to live, but that's how it looks like from outside. It's, they also help her to reflect some things that she did, in a way, refused to reflect in her life, you know? So I don't think that, like, if Fida is wiser than them. I mean, they have this father and son relationship. Of course, it's a totally different thing. That meeting Fida makes them realize that things that they didn't realize before, maybe. But also seeing this father-son relationship, Fida also realizes things that she refused to see in her life and so on. Yeah, I don't think that there is like this any hierarchy between them. Yeah. What is the wisdom to say? So, no, maybe just that I think we always said, let's try and make her as, because she already sounds quite wise, that's yeah. True. Yeah. But we always told each other, let's try it with everything she says, let's try and have it, like that she feels or that we feel what she says she doesn't even really believe or herself. And I think that this is why her performance is so great in the film, because she might on the outside, she might be like this, and you might be attracted to her lifestyle, you might think,
oh, this is, I want to live like her, I want to travel around, I want to do this, I want to do that. But at the end of the day, we realized that just like Max Baumbacher, she has similar problems with human connection and is based on pain and suffering from her past. And we only, and it was important to me that we also only showed very subtly, in very small moments that she delivered so greatly, where it comes out and we see the true side of Frieda. Yeah. Fragen muss ich natürlich, wie habt ihr das mit der Stimme gemacht? Wir haben darüber nachgedacht, mir war es total wichtig, dass, weil am Ende war die Stimme irgendwie auch Mittel zum Zweck und es waren ganz normale drei Charaktere und Menschen, die wir erzählen wollten und deren Geschichte. Und ich glaube, also mir war total wichtig, dass die Stimme ablenkt bei den Dreharbeiten, auch für Tobias, aber auch für die anderen. Ich wollte jetzt nicht, wir haben mal über alles Mögliche geredet, auch über so ein Stimmverzerrer, dass du irgendwie was nimmst, was so eine Stimme oder so. Und da habe ich sofort gesagt, auf gar keinen Fall, weil uns war es wichtig, dass er ganz normal spielt. Alle wussten natürlich, okay, er hat diese Stimme und vor allem waren es immer diese allerersten Momente. Es gibt ja mit jedem Charakter, gibt es sozusagen den ersten Satz, den er hört von der Stimme. Und da haben wir immer gesagt, okay, jetzt, da muss eine Reaktion kommen, weil denk daran, da ist diese komische Stimme. Aber sonst war es uns total wichtig. Und Tobias hat ganz normal gespielt, ganz normal gesprochen und wir haben im Nachhinein das digital bearbeitet und verzerrt. Das war kein leichtes, es war durchaus kompliziert, weil es muss auch ziemlich synchron sein. Genau, und es muss, wir haben auch nichts nachsynchronisiert. Das hat uns auch gewundert, dass das geklappt hat. Und wenn Tobias Englisch gesprochen hat, hat er eine ganz andere Stimme, als er Deutsch geredet hat. Und das hat es nicht so einfach gemacht in der Post, aber wir haben einen genialen Post-Production-Leiter, Andreas Hermansig. Und der hat das dann irgendwie, dann haben wir hatten so viele Versionen dieser Stimme und dann haben wir gedacht, okay, das ist sie jetzt. Und das war das, wovor ich am meisten Angst hatte. Auch als wir hatten den Film abgedreht und ich habe gedacht, oh, ich fand, das ist gut gelaufen, aber am liebsten würde ich den jetzt einfach so zeigen, weil ich hatte so Angst, dass die Stimme nicht funktioniert. Es war ja alles ein bisschen unsicher. Ich war mir auch nicht sicher, wie ist man nach 10 Minuten, hat man schon keinen Bock mehr auf die Stimme oder ist man die ganze Zeit so, das will ich nicht hören oder so. Und was wir gemerkt haben, und wir waren auch nervös, als wir zum ersten Mal den ganzen Film dann geguckt haben, dann haben wir irgendwie gemerkt, man gewöhnt sich auch sehr an die Stimme. Also mit der Zeit, es fällt einem kaum auf und wir hatten uns auch in der letzten, obwohl ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir waren uns dann auch nicht sicher, ob das dann noch stark genug ist, weil man sich so dran gewöhnt. Also es war für uns auch ein totaler Prozess. Aber es ist gut geworden. Total erleichtert am Ende gewesen, was die Stimme angeht. Ja. So, Elliot, you heard the voice of Max Baumbacher now the first time, the voice in the film. How was it to hear this voice now? It was strange. Yeah, we talked about it too. I was like, keep asking, okay, but how is it he going to sound? But then we said, Frieda doesn't really care about how he sounds or how he looks, or it's a deeper connection they have between them. So I think I also, in a way, internalized that. So I wasn't like super surprised. I remember the scene we did when she meets him for the first time and he says the first sentence at the beach, and I kept telling her, okay, make this reaction very long and powerful so that the audience understands that there is this weird voice or that she reacts like this. And you, at the beginning, you didn't really do it at all. And then at some point, I just said, okay, let's do this look for like 30 seconds. And then she was just like this. And then we just took a couple of seconds and it worked out. But it was one of those things we had no idea if it's going to work, if the whole effect is going to work, if it's going to be ridiculous that she looks like this. Das war so ein bisschen auch ein Experiment und ein Gamble und am Ende hat es funktioniert. Ja. Wie kamt ihr, würde ich gerne noch wissen, auf den Namen, der ja super ist, irgendwie Max Baumbacher oder Max Baumbacher?
Hat das was mit dem großen Regisseur auch zu tun, Noah Baumbach? Oder ist ja okay, da kann man ja sagen. Ich bin großer Noah Baumbach-Fan, ist einer meiner Lieblingsfilmemacher. Ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Film, der jetzt rauskommt, Marriage Story. Den Filmfestspielen in Venedig, und läuft auch im Kino. Ja, und jetzt kommt er auf Netflix. Großer Oscar-Favorit oder mit bei den Oscar-Favoriten mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Genau, Marriage Story. Ja, bin ich sehr gespannt. Von Noah Baumbach oder Baumbach? Noah Baumbach, genau. Ja. Und ich liebe seine Filme und ich habe schon immer diesen Namen geliebt. Und dann habe ich gedacht, dann verbinde ich das auch. Ich mag ihn sehr gerne und er hat auch noch einen coolen Namen. Ich glaube, in einem anderen Drehbuch heißt unser Hauptdarsteller Noah. Also ich habe irgendwie so alles irgendwie von ihm eingebaut. Wir fanden dann auch so einen kurzen, knackigen Max noch davor. Also ich glaube, der Name, der hat irgendwie, Baumbacher fühlt sich auch irgendwie so groß und so, wie so ein König oder so. Ja. Und das wollten wir halt auch. Also wir wollten, dass der Max Baumbacher sich auch so fühlt wie sein Name, so als wäre er der Größte. Ja. Weiß er davon, der echte Noah? Ich wünschte. Ich würde es ihm gerne erzählen, wenn ich ihn eines Tages treffen sollte. Ja. Er könnte mir eine Mail schicken. Das können wir machen, sind von Ihnen irgendwelche Fragen? Hier. Mich würde interessieren, der Film hat ja so einen richtig großen Look und man hat ja schon gehört, es ist eigentlich eine total kleine Produktion gewesen, es war auch kein Sender dabei. Mich würde interessieren, warum kein Sender und könnt ihr eine Zahl nennen, was euer Budget war? Also mit den Zahlen halten wir uns ein bisschen bedeckt. Hat's alle verstanden, weil das tatsächlich, also es ist eine wirklich kleine Produktion gewesen. Wir haben, man muss dazu sagen, dass Greg das Drehbuch auch schon so ein bisschen so geschrieben hat auf die Umstände, die wir hatten quasi. Wir wussten, wir können in dem Haus auf Mallorca drehen, wir können da in einem anderen Haus wohnen mit dem ganzen Team und so weiter. Und dadurch die Produktionskosten ziemlich gering halten. Ich glaube, ein großer Faktor war, wir hatten eigentlich auch damit geplant, einen normaleren Weg zu gehen, zu finanzieren. Es war dann so, dass wir unseren Co-Produzenten gefunden haben, Matthias Krefer von CSGO, und der gesagt hat, er ist voll dabei und können wir alles machen, solange wir den tollen Hauptdarsteller finden. Das haben wir dann mit Tobias gefunden und ich glaube im Oktober. Ja, es war irgendwie so der 5. Oktober, als er Oktober zugesagt hat. Hat er zugesagt und dann hat er gesagt, oder seine Agentin hat gesagt, ja, er will es machen, aber in diesem Jahr noch. Und dann hatten wir einen Monat Zeit, irgendwie das auf die Beine zu stellen. Und das war dann der Grund, warum wir irgendwie dann, wir hatten ja keine Zeit mehr. Und dann haben wir das so, bisschen zusammengehört. Also der Plan war eigentlich sozusagen den Hauptdarsteller zu finden und dann den ganz normalen Finanzierungsweg zu gehen, einen Verleih zu finden, einen Sender zu finden und so weiter. Und bei uns ist das dann alles in einer ziemlichen Rock'n'Roll-Nummer anders gelaufen als geplant. Nordmedia war dabei, das war auch großartig. Wir haben sofort, als Tobias am 5. Oktober zugesagt hat und irgendwie 12. November fiel die erste Klappe, haben wir tatsächlich direkt am nächsten Tag bei der Nordmedia eingereicht. Das war sehr, sehr gut. Und dann konnten wir halt erst anfangen, die ganze Crew und den restlichen Cast und so weiter zusammenzustellen. Wir haben es auch, also wir hatten, ich glaube, 15 Drehtage. Deswegen, wir haben das, es war möglich, weil wir ein geniales Team hatten, die mit dem wir auch schon teilweise bei unserem ersten Film, der noch viel weniger gekostet hat, einfach alles gegeben haben und wir hoffen jetzt, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr zur Verfügung haben, dass wir auch alle entsprechend zahlen können und die haben uns so viel gegeben, jetzt wollen wir auch unbedingt was zurückgeben und beim nächsten Mal dann hoffentlich. Wisst ihr schon im Kinostart? Im Frühjahr 2020, also wahrscheinlich so März, April. Ja. Weitere Fragen von Ihnen? Die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Okay. Wann kommt der Film ins Kino? Also im Frühjahr 2020 irgendwann. Wir machen dann nochmal ordentlich Werbung. Ja, gut. Wir haben ihn noch nicht gesehen, wir sind gespannt. Ja, aber Sie können ihn ja hier jetzt schon das erste Mal sehen und dann im Frühjahr 2020 nochmal. Wunderbar, genau.
Ja, da ist eine Frage. Ja, ich wollte fragen, also Sie haben es ja angekündigt, oder immer wieder die Rede von einem Märchen, das erzählt wird, aber eigentlich ist es doch ein psychologischer Film. Also aufgrund von auch seiner ein kann psychologischen sein. Disposition ja. her verändert sich die Stimme und wie er dann dieser Läuterungsprozess, das Gespräch mit dem Sohn oder sein Reflektieren, plötzlich hat er die Stimme wieder zurück. Und das ist ja eigentlich ein relativ typisches psychosomatisches Phänomen. Und darum wundert es mich so sehr, dass Sie das von der Märchenebene... Ja, das habe ich ja so gesagt. Also das ist eine Frage an mich. Gestern bei der Premiere... Okay. Habe ich auch ganz bewusst, weil die Idee entstand einfach durch einen Disney-Film und durch ein Märchen. Ich glaube, mit dem Märchen meine ich natürlich das mit der Stimme. Dass wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen es als Magie erzählen, wir wollen es nicht als, oh, der muss zum Arzt und da wird irgendwie was Neues entdeckt oder so. Deswegen haben wir auch die Arztszene, wo der Arzt auch keinen Plan hat, was unser grandioser Arzt sitzt übrigens hier in der ersten Reihe. deswegen haben wir wollten es von Anfang an so erzählen. Ich glaube, die Stimme war eigentlich das einzig Magische dran. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, wir wollten eigentlich so real wie möglich alles erzählen. Die Menschen sollen alle ganz normale Menschen sein, auch die Caroline Schuch spielt sich selber und solche Aspekte. Trotzdem fanden wir, dass wir müssen, weil wir dieses magische Ding mit der Stimme machen, wollten wir auch das Ganze einfach irgendwie magisch erzählen. Auch deswegen diese Natursequenzen und so weiter haben wir deswegen extra dem Ganzen nochmal so ein bisschen sowas, was groß, eine Größe gegeben durch die schönen Bilder, schön spektakuläre Landschaft und das war so ein bisschen der Punkt mit Magie, aber das ist absolut richtig, ist ein psychologischer Film und muss ich ja nicht ausschließen. Nee. I like very much the fairy dance on the hill. All spontaneous. It wasn't, she didn't prepare. You have to dance here too. Oh yeah? Yeah, please. No? Yes? Yes. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, die Dame. I found the acting very wonderful and also your pictures and the camera and everything really very, very beautiful. And I'm hugely impressed to hear in what short time you got it going. I was a bit less impressed by the psychology, that's why I'm picking up now. Yeah. Because really, it was a bit too simple for me, you know, this idea of a sudden conversion. You have a conversation with your son who's so angry, who's so bitter, who is obviously in a total mess, and then somehow this insight is so strong that everything changes in relation with Fida, in relation with the son, and this man suddenly recovers and gets his voice back. So I thought, I was thinking when it started, it was Gregor Samsa with his, with his legs in the air from Kafka, having this conversion, this metamorphosis, and then his perspective changes about the entire life. But here it was, where did this perspective come from? He was sitting in a very, very gorgeous house in a really luxurious villa. was there really such a great insight into all the mess he'd done? It didn't work. The psychology didn't work. The fairy tale element, I thought, was very lovely. Okay. Sorry, I said it in English because I so liked it. Yeah, and I think there's probably my answer to that, which is I wanted it to be most impressive to him. Everything else was just background noise. The house, the beautiful house, the beautiful scenery, that to me was not part of any transformation. What the transformation for me was always meeting the two people. So for me it was Fida and her influence on him in very small ways. There's not like, she's not the person that necessarily tells him exactly what to do or how to change, but they just have this very subtle relationship. And the same with the son, and I'm aware that they're also quite typical story, the father-son, it's a typical kind of, but we always wanted to keep it also, because that's also what Disney movies have and what make them so nice. So we did want to try, we tried to keep it also simple in terms of story. Like I said, I think the relationship between the people, that's what we wanted to focus on, or where
I think which makes it special, a special story. It's not the story itself, but the characters and how they interact and learn from each other. Thank you for watching. Ich hätte es wirklich nur auf Englisch gesagt. Ja, aber wunderbar. Ich würde Sie gerne einbeziehen. Kein Problem. Jetzt Sie wieder mit der Psychologie. I want to stress another point. What me impressed most in this film was the interview. Because during the interview, there is a real opportunity for reflection for Baumbacher. And the interview, I think it was like a frame from the beginning until the end, and he quit the interview without getting the money he was promised. And so I think he has three relations. Absolutely. To Fida, to his son, but also to this wonderful lady who interviewed him, and she's getting so desperately deep informations of Baumbacher, and he refused everything, but he always thinks about him when she asked this question. Yes. Now I think that was. I think that's a good point, and I think I maybe right now I forgot to mention it because the focus has been so much on Lenz and Elit, because they're here, and Ingrid, she was going to come, but unfortunately she just got a new apartment and has to move and so on, so she couldn't make it. But that's a very good point. Ingrid also said that she felt this is not just like a journalist, so we get the questions and we can tell the story, but they also have a very weird connection. There's also a transformation there on both sides, so that's another good point where I think another example, it was really about the people that have an influence on him. Even Richard, his manager, where it seems quite oberflächlich, shallow relationship at the start, it was very important to me and Richard to have little moments where we feel like they know each other for a long time and they actually also care about each other, and you see that in very small moments. And I think it's the same with the interviewer. So I think those were, to me, the only reasons why just these characters in this new setting, what influence they had on him. And it was less about, I think, the house or where he lived or the place he was in or something. I thought sometimes that the interviewer was or is a kind of second incarnation of Fida. So, do you think so also? Yeah, maybe. Yeah, it could be. It could be interpreted like that. Yeah. Anything else? That's a very good question. Yeah. Thank you. Da ist eine Frage. I haven't seen the movie yet, but I'm planning to. But I heard from this dancing scene before that it was improvised. How many scenes are strictly by the script? How much improvisation is in the movie? There's not so much improvisation. We stuck to the script quite a lot. I think I'm always very, I really like it when you stick to the script, but I'm, before the film or the days before, or also during the shooting, I'm very happy to talk with the actors, and they always have suggestions and changes and so on. So this is something where they bring a lot, and I think also Tobias had a lot of ideas also. He ultimately helped the script a lot. Sometimes he said, Greg, I really think this is too much, this is too direct, this is too low, and we took it out, and he was totally right. There were a lot of these moments where there was this this work we did on set which helped the script, helped the story, which came from the actors. I think there were little moments of improvisation also in those kinds of scenes, maybe the dancing scene, maybe also the pool scene. I don't think the dance was supposed to go on for that long, but they got so into it, and then we just let them dance. So it's always teamwork, and that's how it always gets a lot better. And sometimes when I reread my script, I realize I still have a lot to learn, and I always learn that during the shooting, because I already get rid of mistakes, basically, and the people help me, everyone. Da oben nochmal eine Frage.
continuing from what you said, how much would you say changed the movie from the original script to the finished movie, and also often for cinemas, parts get cut. Is there a part where you wish that you would have stayed in the movie, or is the final movie exactly like the script? No, we left, I think we cut out some scenes. There were, like I said, I also had the same experience with my first film, that in the script, I think in my first film we also took out maybe a third of the dialogue, because I was just, I was trying to make way too many points in this film, and we ended up cutting a lot of it. But that was in my first film. In this film, a little bit less, so hopefully it's going to get less and less. And then at some point there will be the script where we say, okay, it has to be exactly like this. But it's quite close. Overall, I can say that I'm very happy with the result, because this is really what I tried to do. So. Yeah, there's no hiding from this version, because I can really say this was what I was trying to do, and I was also so surprised how that we made it work in such a short period of time. Yeah. That's a good word for the end. Yes. For a happy end for your film. Thank you being here. Thank you very much. Thank you, Elit. Thank you, Sophie. Thank you, Greg. Vielen Dank Ihnen allen auch fürs Zuhören. Wie gesagt, der Film ist noch. Ja, klatschen die Leute. Ja, klar. Wie gesagt, der Film ist noch dreimal zu sehen, kommt dann im Frühjahr 2020 in die Kinos, also hier noch dreimal zu sehen. Das nächste Filmgespräch ist dann morgen hier um 11. Und wenn Sie interessiert sind, es wird am Nachmittag noch eins geben mit Samir, dem Regisseur, dem die Retrospektive gewidmet ist. Das weiß ich noch gar nicht, ob das auch hier ist oder woanders. Aber das finden Sie alles entweder bei den Anschlägen hier im Kino oder aber auch im Internet. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch.